Ja, man kann ja Bus und Bahn das schon machen. Heute bin ich hier ins. Heute bin ich. Warte mal, wo ich gerade abhebe, wo ich jetzt hier bin. Ja, am Solinger Hauptbahnhof. Irgendwas zu den Olex. Ich stehe mal hier rein. Auf der linken Seite befindet sich eine Busfiliale mit VR-Ticket und Service. Und natürlich auch eine Werbeanzeige für das, wie ich das in den hier. Also das ist hier im Shop gekauft. Also das ist hier im Shop gekauft und nicht wie in Duisburg oder in Essen, das da hinten ist. Und hier ist die, und hier war mal das ehemalige DB-Reisezentrum hier drin. Heute leider nur noch eine DB-Agentur. Allerdings mit VRR-Tickets verkauft. Und VRR ist natürlich auch. Hier auf der Seite befindet sich eine Veröffentlichung von der Pöttler Kampf. Hier auf der Seite stehen zwei Bandettautomaten. Hier links stehen drei DB-Automaten. Hier raus ist der, fast, ist der Stadtplan hier von Solingen. Ne? Solingen ist eine normale Stadt eben. Ist nichts besonders außer da hinten im Bereich Burg, denn das ist eine S-Bahn. Wann fährt die ab? Nicht, dass wir die S-Bahn verpassen. Also das ist jetzt Service. Und eigentlich noch eine mit sonst hier. Und so sieht es noch von hier aus und im hier, und hier unten gibt es einmal, und hier einmal den so alten Tunnel und einmal den neuen Tunnel. Im neuen Tunnel sind die hier Aufzüge. Oh nee, wir haben die jetzt die zur S-Bahn verpasst. Aber wir können direkt nach Wuppertal fahren. Jetzt müssen wir später, das ist gut. Ich will jetzt nach Wuppertal fahren und noch ein bisschen mit der Schwebebahn rumfahren und dann auch wir sind hier außen rum, oder? Und ich bin jetzt hier in so einem alten Tunnel. Hier sind nur Treppen. Dann steht die S-Bahn doch. Steht auch Aufzug zur Sauerbree-Straße. Wo liegt die denn? Steht auch ja, jetzt fällt die S-Bahn ab. Jetzt ist die S-Bahn gerade abgefahren. Da gibt es auch noch einen Aufzug, an dem werde ich auch noch filmen. Bis zum nächsten Video. Da ist der Aufzug, bis zum nächsten Video. Tschüss.